Alter, was geht denn ab? Heilige Kacke. Hey und Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Modevlog. Ich bin gerade unterwegs nach Brockermühle. Dort ist nämlich ein gigantisches Motorradtreffen, falls jeder, der es kennt, weiß es. Auf jeden Fall bin ich da gerade hin unterwegs. Hab das ja auch auf Instagram und so habe ich das angekündigt, dass ich da bin. Ja, da nehme ich euch mal alle mit. Ne? Könnt ihr euch nicht entscheiden, ich zwinge euch dazu. Viel Spaß! Boah, es ist so verdammt warm, ne? Es sind einfach mal 29 Grad. Alter, ich gehe hier ein. Natürlich hier komplett voll mit Lederkombi und so, ne? Ja, safety first. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich das ganze Jahr über durchziehe, ey. Wenn man mal nur ganz kurze Strecken fährt, da bin ich auch einer von, dass ich dann nur irgendwie Jacke oder so anziehe. Das muss, finde ich, jeder selber wissen, mit Schutzkleidung und ganzen Kram. Da war ich am Start. What? Alter, hier kann man so easy überholen. Aber hier kommt jetzt gleich ein Blitzerli. Blitzerli. Ich möchte kein Fotoli, obwohl der nur von vorne blitzt, aber trotzdem muss man das nicht ausreizen. Was geht, Blitzer? Grüße gehen raus an dich. Alter, ich schwitze mir doch nicht an der Ampel da den Arsch ab. So sehe ich aus. Ja, der Fahrrad dreht sich die ganze Zeit um und guckt so, ey, wann hat sich da ein Sportlerfahrrad um meine Kolonne eingeschlichen, Mann? Fuck you. Hinter uns haben sich Sportler geschlichen. Chillig. Alter, wie viele einfach einem hier gerade die ganze Zeit entgegengekommen, ne? Ich bin quasi die ganze Zeit nur am Hand raushalten, das ist so witzig. Ja, kann ich aber meine Hand draußen lassen. Ich wette mit euch, da ist es rappelvoll, ey. Das wird übelst Eskalation sein, glaube ich. Kann ich mir nur so vorstellen, dass da, weil so viele einem jetzt schon entgegenkommen und so und so viele hier dahin fahren, dass das sau viele sind, die da hinfahren. Alter, die haben ein scheiß Rollspiel hingemacht, Mann. Das Stück ist eigentlich so gut. Oh Mann, ey. Fucking Rollsplit. Alter, was ist denn hier los, Mann? Alter, es ist die Hölle los. Junge. Ja gut, hab ich gesagt, dass hier ein paar Bikes sind? Alter. Junge, was? Alter, was geht denn ab? Heilige Kacke. Oh, scheiß Brettchen immer nehmen. Alter, was ist denn hier los? Hui! Oh Mann, ey. Was ist denn hier los?
Leute, wir sind jetzt auf dem Rückweg hier von Brockermühle. Da vorne sieht man einen, wenn da ZX6R. Mein treuer Abonnent hat sich mir angeschlossen. Wir fahren jetzt noch eine gediegene Runde. Weil er kommt auch so grob aus meiner Richtung. Und da hat er gesagt, er hat Bock mitzufahren, er hat sowieso nichts vor. Jo, machen wir. Ja, das ist scheiß Rollsplit hier überall. Hat er mal gar keine Laune. Ja, wo es geht. Also die Leute grüßen ja teilweise gar nicht, weil die keinen Bock haben, die ganze Zeit zu grüßen. Alter, wie viele schon allein hier an der Ampel stehen. Dezent viele Leute hier. Was? Dezent viele Leute hier. Oh. Hast du Originalauspuff dran oder nicht? Da grinst er mich an, der Wichser! Ich weiß genau, dass du das Video sehen wirst. Aber ich feiere es einfach mal mega, dass da so viele waren, so quasi. Ich weiß gar nicht, wie viele. 5, 6 Leute, die mich da kannten halt. Richtig geil. Das Rasseln der Ducati. Geil. Die hat schon ein bisschen Klang. Geile Sache. Vor allem mit dem grünen Bandana oder Halstuch, was er da umhat. Das passt einfach mal mega. Sein Schlüsselanhänger ist aber blau. Der passt nicht ganz so wirklich. Ja, sicher ist er mitgekommen. Ah, hier ist wieder der werte Blitzer. Da drosseln wir unsere Geschwindigkeit nach Gustav auf 70. Wir wollen ja kein Foto. Oh, der Boy will abbiegen. Der fängt aber früh an zu blinken, der Trecker. Ich meine, ich flame deswegen in jedem scheiß Video rum, ne? Aber bei Treckern ist das dann nochmal eine Nummer krasser, wenn die dann auf einmal bremsen und so. Alter! Meine Eier, dieser Hucke. So Leute, dann würde ich sagen, war's das mit dem Motovlog. Ich bin jetzt gleich zu Hause und ich hoffe, der Motovlog hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen hoch oben da, wäre mega nice. Dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Motovlog. Tschüssi!